Jongens, hoe meet geen hammers? Toch bij het museum. Chris, zeg goed, middenhand. Hij gaat om in eerste linie, of in kleinste geval, om eenbouwstallen, eenbouwspots. Maar natuurlijk gaat het om de complete elektroinstallatie. In een, voor eenbouwspots, braucht man ja entweder een abgehängte Decke. Das heißt, man hat irgendwo eine Decke, darunter wird eine Zwischendecke eingezogen, wo das Platz hat. Oder, wenn man Filigrandecke hat, kann man sich eine, die kann man in der Filigrandecke, haben wir letztes Mal durchgenommen, kann man die sofort einbauen lassen, bestellen, dann wird das mit dem Ding geliefert und da muss man es dann auf der Decke mit der Ortbetonarbeit muss man es dann verrohren. Aber heute soll es in erster Linie einmal um die ganz normale abgehängte Decke gehen. Das wird meistens nachträglich gemacht. Oder um ein Fertighaus. Um eine Decke im Fertighaus, da hat man ja auch Hohlraum drin. Da passt das natürlich wunderbar. Ganz zum Schluss kommen wir auf dieses Thema nochmal kurz zurück. Dann erkläre ich das wie jeder Ausrichterei. Aber jetzt machen wir das zuerst. Wir sind jetzt in einem Fertighaus, da schaut die Deckenkonstruktion, wenn wir auf die Baustelle kommen, so aus. Lattung, Konterlattung, wenn wir in Oberstock haben, ist noch eine Folie, Dampfsperre irgendwo drin. Und das soll es nicht gehen, es soll jetzt um die doppelte Auflattung. Natürlich gibt es das Ganze auch mit Aluprofile abgehängt. Grundsätzlich geht es jetzt in erster Linie einmal um die Leitungsverlegung, weil das habe ich schon so oft gesehen. Ich zeige jetzt das einfach mal ein bisschen raus. Die spitze natürlich wunderbar an, dass man da zum Beispiel die Leitung verlegt. Aber eins nach dem anderen, Nagelschelle da rein oder Nagelschelle da rein. Wenn aber da jetzt dann eine Rigipsplatte, USB-Platte, was auch immer, raufkommt, wo glaubt ihr, wird das angeschafft? Natürlich, da ist es aber dann so, da ist der Meier Michel, der holt die Platten auf, stellt seine Fahrletze rein und haut da mit seinem Magazinschrauber haut da seinen Klump auf. Was glaubst du, wie oft der von der Laden vorbeihaut und haut dann genau da daneben ins Kabel rein. Das Schlimme ist, wenn jetzt das durch den ganzen Raum durchgeht, was glaubst, wie oft der die Leitung trifft. Vor allem, wir haben ja in den Installationen oft nicht nur eine Leitung, sondern 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar ein Lehrer für ein LAN oder für ein Fernseher. Haben wir alles schon gehabt. Darum, ich kann es gar nicht oft nur sagen, geht es mitten in der Mitte zwischen diese letzte Querstrebe oben drüber. Da kann man die Leitungen wunderbar verzieren. Selbst wenn die nicht 100% gerät haben. Oft einmal kommt oben irgendwo ein Balken, wo man es dann befestigen kann. Aber es ist alles besser als das. Was man natürlich noch machen kann, wenn das aufgedoppelt ist, ist da hinten oben verlegen. Da hinten oben, weil die Rigipsschrauben nicht so lang sind, dass die Leitung da oben verletzen. Thema Leitungsverlegung haben wir durch. Dann geht es um das, was jeder Auszubildende gern macht. Das ist das Anzeichnen von der Lampe. Es hat Pläne, es hat mit der Kundschaft hat das angeschafft. Irgendeiner hat euch gesagt, und da hoffe ich, es hat es noch lange nicht in der Position, das selber zu bestimmen. Irgendeiner hat euch gesagt, da und da, so müssen wir es machen. Dann zeichnet das einmal an, das ist wichtig. Auch jetzt schon, in der Unterkonstruktion, muss man das wissen. Allerdings muss man es da nicht mehr auf den Zentimeter oder nicht genau auf den Zentimeter wissen. Wenn ich heute da weiß, wir haben jetzt da einen Strahler, wir haben da einen Strahler. Das ist wichtig, weil nur dann die Kabel auch da sind, wo später, wenn da Platten drauf ist, müssen wir ja die Löcher nachschneiden und dann müssen wir ja die Leitungen wiederfinden. Ich verlege die Leitungen gern rückwärts, das heißt, ich fange beim letzten an. Los da, schon gute Länge, schau wo der nächste ist.
Leitungen haben wir nochmal verlegt. Ich wollte euch nur testen. Selbstverständlich, das Cuttermesser ist da nicht das geeignete Werkzeug. Da haben wir Abmantelwerkzeuge, die wir verwenden, drauf. Der gute Lehrbauer, hätte jetzt da unten einen Apfeleimer, wo er das sofort in den Apfeleimer einwirft, braucht er sich später nicht mehr bucken. Die kleinen Abzweigdosen haben wunderschön auf einer Stirnseite jeweils zwei Einführungen. Das können wir da super gut verwenden. Da brauchen wir aber jetzt das Cuttermesser wieder, um dies zu öffnen. Dann führen wir die beiden gemeinsam da rein. Was verwenden wir jetzt für Vakuumklemmen? Vakuumklemmen ist klar, aber welche Klemme verwenden wir? Da bei den kleinen Dosen der Platz sehr oft eine Rolle spielt, da oben, und ist ja der Einbaustrahler meistens flexible, fertige Anschlussleitungen dabei hat, die eben aus Litze bestehen. Zwei Stück so Schnappvakuumklemmen. Und ganz wichtig, der PE wird einfach durchgeführt. Ist wenn's, das sind 230 Volt, das sind Hochvolt LED-Spots. Selbe Spannung, 230 Volt. Ist dort ja zwischen zwei oder zwischen mehrere Steckdosen in der Leitung, den Schutzleiter auch immer mitführen. Und genauso gut gehört es dort noch, der Schutzleiter gehört immer mitgeführt. Sollte da halt eben der besagte Rigipser da irgendwie so eine Leitung anschrauben, oder ist ja vollkommen egal, aus welchen Gründen auch immer da irgendein Schaden entsteht oder irgendwas gemacht wird, angebohrt wird, ausgerissen wird, keine Ahnung, wo es denn leider ist, ich wisst es ja. Grundsätzlich ist ja der Kunde ein Kasperl. Das wisst ihr ja, Katastrophe. Also muss einer das Ding für den Kunden mit übernehmen, und das haben halt wir Elektriker. Es ist halt einfach so. Das heißt, wir führen den Schutzleiter mit, damit, wenn halt eine Phase angebohrt wird, ist erstens die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass in dem Kabel drin die Schraube nicht nur die Phasen erwischt, sondern auch die grün-gelbe Ader, den Schutzleiter, und somit dann irgendein Schutzorgan, FI-Sicherung, irgendwas auslöst. Kurzschluss hätten wir ja sowieso. Phasen-Nullleiter, aber so hätten wir halt auch noch einen Fehlerstromschutzschalter mit dabei. Ich sage dann ganz gern, damit die Leitung auch über den Fehlerstromschutzschalter überwacht ist. Ich kriege dann ganz oft die Antwort, ja, das ist ja nicht für die Leitung ist ja der Leitungsschutzschalter zuständig. Das muss ich mit Jein beantworten. Wo es Überstromfunktion zum Beispiel zu tun hat, selbstverständlich. Da kann da 1000 Ampere drüber laufen, dann ist höchstens der FI-Schalter kaputt, aber er löst nicht aus. Aber wenn ich dir eine Leitung und Schutzleiter gebe, hat der Strom die Möglichkeit, über den Schutzleiter wegzufließen, abzufließen. Das bedeutet, der RCD, der FI würde auslösen. Also somit habe ich schon rein gedankentechnisch irgendwie die Leitung ja mit überwacht oder mit geschützt. Nur weil so viel am Rande. Also, wir machen es so. Selbstverständlich kann man auch drei, die Schnappvakuumklemmen, Verbindungsklemmen, glaube ich, heißen es, die Serie, kann man auch verwenden, aber ich habe es gesagt, aus Platzgründen und auch ein Schäferzeug da, weil die da nur ein Zehntel kostet von dem. Aber das muss man auch denken. Ich fahre nicht auf Baustelle raus und sage, so, unser Chef, der hat ein Pulver, das verdrehen wir jetzt alles. Dann braucht es sich nicht wundern, wenn er hinterher zu euch sagt, ja, aber ich verdrehe jetzt von mir so viel Geld, also muss ich vorhin kaum Stundenlohn sparen. Einmal mal, ein wenig schlau. Ganz oft höre ich das. Ich habe das ganz oft gehört. Ja, dir geht es ja gut und dein Chef und der Chef. Selbstverständlich. Ein Chef muss gut gehen. Der muss richtig gut gehen. Weil je besser das dem geht, umso besser geht es eigentlich. Wenn das nicht so sein sollte, dann müsst ihr Gedanken machen, an was liegt. Sollte das dann nicht an euch liegen, muss man mit dem Chef vielleicht einmal ein Gespräch führen oder vielleicht sogar einen anderen Chef sich suchen. Ist heutzutage nicht mehr so, gell? Jeder vernünftige Handwerksbetrieb muss händeringend um Leute suchen. Ich natürlich nicht mehr. Also, verstanden. Litze ist die Schnappvakuumklemme, und für den Schutzleiter, für den kleinen Gelben, das ist die starre Ader, haben wir ja da nicht, verwenden wir eine ganz normale Vakuumklemme. Es gibt natürlich auch Einbaustrahler, da ist oft so ein Metallbügel hinten dran. Da ist ein Schutzleiter dran. Da muss man natürlich den Schutzleiter sowieso durchklemmen. Das bräuchte man aber dann ja noch nicht machen, weil den Einbaustrahler hat man ja noch nicht dranhängen. Das kam dann später, aber das erkläre ich dann noch einmal.
Also, auf die Leitungen, montieren wir das einmal. Neutralleiter in eine, so eine Klemme. Den dritten, also dreipolig, selbstverständlich. Neutralleiter kommt, Neutralleiter geht und einer muss ja frei bleiben für den Einbaustrahler. Ich habe jetzt da das Vorgängermodell von den aktuellen verwendet, weil ich einfach da noch so viel habe. Die Werte ist bei euren Firmen gar nicht mehr rum. Deckel drauf. Das machen wir jetzt bei allen so. Und dann, wenn man eben das Maß weiß, setze ich mit einer dieser Lasche das genau, dann tut man genau mit einer dieser Lasche von den Allwegdosen, von den Abzeugdosen, das genau an dem Leuchtenkreuz noch um anschrauben. Natürlich kurze Schrauben, dass das nicht dicker wird wie die Platte. Wenn die Decke dann geschlossen ist, früher hat man dann mit Schlagschnur und Latte und Bleistift und Linien aufgezeichnet, zweitens hat man es auch müssen. Mittlerweile nehmen wir natürlich auch für diese Arbeit nur wieder einen guten Kreuzlinienlaser. In der nächsten Stunde geht es übrigens um Kreuzlinienlaser. Wo überall, für welche Arbeiten wir Elektriker die nutzen können. Nicht nur für das, die Anwendungen sind unwahrscheinlich viel von den Anwendungen. Werdet ihr es gar nicht kennen, weil halt einfach die Leute meistens die alten Systeme gewohnt haben. Aber man kann sich das Leben unwahrscheinlich leicht machen, erleichtern mit dem. Wir haben natürlich jetzt das in mühseliger Arbeit angezeichnet. Laserlinie und ausschneiden muss man nach wie vor selber. Aber ihr habt es gesehen, mit unserem Lübitron, mit dem guten Fräser, mit der Haube unten, hat man auch den ganzen Dreck nicht mehr im Gesicht. Das klappt wunderbar. Auch alleine, da muss man nicht unbedingt zu zweit sein, auch alleine funktioniert das wunderbar. Jetzt geht es darum, ich zeige euch jetzt ein Foto. Nein. Man sieht die Dose, das ist weit genug oben. Von der Mitte weg, also mit der Mitte haben wir mit dem Ausschneiden kein Problem. Weit genug oben, dass man das auch nicht verletzt. Und man kann ohne Probleme das Ganze rausziehen, auch das Komplette ist lang genug, um vernünftig klemmen zu können. Wieder dasselbe, Deckel aufmachen. Eine Einführung herstellen. Leitung vorbereiten, reinführen. Da haben wir jetzt meistens dann da einen Kabelbinder rundum, damit man eine Zugentlastung hat, damit der Strahler nicht da wieder rausgeht. Dann einmal den Neutralleiter. Einmal die braune Leitung. Wenn wir genügend Höhe haben, könnten wir sogar die Dose wieder oben befestigen. Meistens hat man das aber nicht. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Dann kann man die nicht befestigen. Dann muss man die Dose einfach nur vom Strahler
wegbringen, ein Stück Abstand, damit die Hitze, nicht dass die Dose da oben drauf liegt. Das war natürlich nicht gut, wenn die Dose da oben drauf liegt und dann das langsam zu schmilzen beginnt. Das heißt, die stecke ich dann schon, wenn ich da hinten verklemme, so zuerst in das Loch rein, schau, dass ich das weit weg habe. Wenn ich da 10 cm entfernt bin, habe ich kein Problem mehr. Übrigens mache ich das gleiche Vorgehen bei GU10 oder GC10 Fassungen, Hochvoltfassungen. Da stehen halt dann, wenn der Strahler das selber nicht hat, dann stehen halt da, steht halt nur die Fassung von diesem Teil heraus. Wichtig ist da drin immer irgendwie versuchen, eine Zugentlastung herzustellen. Eventuell um die einzelnen Drähte oder man zieht da noch Isolierung drüber und verbindet. Es gibt aber auch das von den Lampen, die zwei, los ich mal rundum gehen, die Kunststoffplatten, wo man es so durchziehen kann, dann kann man es auch nicht mehr rausziehen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gib's einmal rundum. Du warst das, mein Freund. Dann brauchen wir das Ganze nur noch reinklipsen. Ich sehe, das war gar nicht so schwer. Einen kleinen Tipp habe ich noch zu dem. Das ist ja die Einbaubuchse, die in der Filigrantik drin ist. Das heißt, diese Faserplatte, das ist die Faserplatte, das ist das, was man dann unten an der Betondecke sägt. Vorher hat mich da schon oft gefragt, warum ist das so groß, wie groß ist der Einbaustrahler? Nein, bedingt nur. Ihr wisst ja, Filigrantiken haben einzelne Platten, haben Elemente. Wenn ich jetzt in einem Flur zum Beispiel komme, das sind, dass das drei oder vier verschiedene Platten haben. Jetzt haben von dieser einen einzigen Beleuchtung in drei Elemente oder vier Elemente die Einbaustrahler drin. Was glaubt ihr, wenn die eingehängt werden, wie das da vier pfeift? Überhaupt nicht pfeift das vier. Das heißt, der Maurer macht das, der betoniert das und dann erst, nach wenn das fix fertig ist, gehört die Löcher geschnitten, Laser aufstellen, zack, und dann pfeift es durch ohne Probleme. Ich sehe jetzt die Zettel, die ich ausgeteilt habe. Da ist jetzt der Materialbedarf, steht da drauf. Das riecht sein Kind im Lager her. Jeder so eine Kiste, riecht sein Kerl. Und dann gehen wir in den Holzbau. Und dann darf jeder in einem Zimmer das einmal machen. Zum Lasern und so weiter bin ich mit dabei. Und dann schauen wir weiter. Jungs, hat's soweit. Riecht sein Kind gleich her.